Hallo, heute zeige ich Ihnen eine Nähmaschine AEG NM1600 und 1800. Es ist die gleiche Bedienungsanleitung. Also für zwei Maschinen eine Bedienungsanleitung und die Nähmaschine sieht so aus. Ich habe in diesem Fall AEG NM1800. Wie man die Spule einsetzt, also hier und dann man dreht bis zu diesem kleinen Riss und hier. Und ein kleiner Klick. Es ist fertig. Wenn so steht, wenn man wackelt, sie kommt ein bisschen nach runter und dann ist perfekt perfekte Spannung. So. So. Und dann zu. Oben, hier gibt es mehrere diese Metall. Durchführung vor Garn. Erstmal 1, dann hier ist 2, auf die Seite 3, dann nach unten 4, nach oben 5, drehen über diese Metall 6, 5, 6, 7 und dann im Nadel rein. Und dann ist auch eingefädelt. Obere Faden ist auch eingefädelt. Jetzt nur noch im Nadel. So. Jetzt man hält diese Garn und dann hier dreht man, bis die Nadel nach oben wieder kommt und sie bringt auch die Garn von unten. So um die 20 cm nach hinten. Und man schiebt diese dann rein. Die Maschine ist bereit. Ich habe schon ausprobiert und das sieht so aus, von unten und von oben. Also es ist gut gelungen, dass ich nicht noch mehr Stoffe brauche. Ich mache auf die hier und wir probieren und fangen mit gerade Stich. Diese Nähmaschine hat wie fast jede hier obere Fadenspannung zwischen 3 und 5 ist normalerweise Einstellung. Dann wir haben hier zwei Rad oder zwei Räder. Wenn man diese Programme obere will, dann stellt man zwischen 1 und 4. Und wenn man die untere will, dann auf SS oder Stretchstoffe und Stretchstiche, also vor diese Jersey. Wie man die benutzt, also wir fangen mit obere, also hier ist noch auch Rückwärtstaste. Wir fangen A. A ist eine gerade Stich. Ganz normale gerade Stich. Wenn man auf B geht, ich zeige Ihnen nochmal, wir nähen nicht. B ist nur die Nadel bewegt sich hier auf die linke Seite vom diesen Füßen, aber ist nur, also wie hier auf Bild, also geht nur links. Es ist auch gerade Stich. Jetzt zwischen C und G, es sind alle verschiedene Zickzackstiche. Also es geht um die Breite vom klein bis zu größte, nur verschiedene Breite. Man braucht keine extra Einstellung, also man dreht nur und so. Wie Sie sehen können, hier klein, größer und größte. Dann Nadel hoch. H ist diese dreifache, ich sage immer dreifache Zickzack. Es ist Zickzack, aber dreifach in eine Richtung wird genäht. Also auch dreimal. Auch gut geeignet für Unterwäsche, Badeanzüge und so weiter. Dann machen wir jetzt noch J, also hier.
Mit das kann man auch, wer keine Overlock hat, kann man damit auch ein bisschen mit Overlock-Fuß kann man die Ende des Stoffes versäubern. Jetzt machen wir untere. Wir fangen vom E oder machen wir, wenn wir schon bei J, wir machen J. Das ist noch besser für die Versäuberung. Aber wir stellen hier jetzt auf SS, weil wir müssen die Stoffe benutzen. Ich zeige Ihnen sowieso alles nochmal am Ende, was wir hier genäht haben. Aber Sie sehen schon, es ist fast das gleiche, nur hier ist alles dreifach. Dreifacher gerade Stich, dreifacher Zickzackstich. Dann gibt es hier diese H. Wir machen hier auf H. Das kann man benutzen als Verschönerung bei vielleicht Handtücher oder Kinderbekleidung. Sieht auch schön aus. Jetzt machen wir hier das Ende. Und dann noch I. So. I. Auch zum Versäubern. Kann man benutzen und verschönern. Vielleicht Geschirrtücher und so weiter. Und das sind schon eigentlich die Programme, die man hier auf dieser Nähmaschine findet. Es sind nicht so viele, aber ehrlich gesagt, es reicht. Man hat hier alles. Von Knopfloch bis zu dreifacher Zickzackstich, dreifacher gerade Stich, ganz normale Zickzack, ganz normale gerade. Und eigentlich, man hat alles. Und wer sich nicht auskennt, hier habe ich auch Füße dafür. Das ist für Knopfloch, das ist für diese hier. Dann für Blindstich, das ist eigentlich das, kann man Blindstich das benutzen. Aber man muss dann den Stoff drehen auf die andere Richtung. Weil normalerweise diese hier Stich in die Stoff, welches verstecken sein sollte. Also das ist dieser Fuß. Für Blindstich oder versteckter Stich. Das heißt, zum Versäubern sieht so aus, mit kleinen Tunnel hier. Dann für Reißverschluss sieht so aus. Und für Knopf sieht so aus. Für Knopf stellt man nur auf Zickzack. Aber man muss gucken bei Knopf, wie weit ist dieser Zickzack? Es kann sein, wenn kleinere, Beispiel es ist D, bei größerer ist G. Und das ist alles, was man über diese Nähmaschine sagen kann. Vernähen sollte man immer anfangen und am Ende. Und wenn man noch aufspult, hier, man schiebt diesen Teil rechts, also erstmal Spule drauf und dann mit linker Hand fest man die diese Rad und dann hier innere Rad noch einmal zu sich drehen. Und wenn man jetzt drückt auf Fußpedale, man sieht hier, aber die Nadel ist ausgeschaltet. Und wenn man das fertig gemacht hat, dann hier zu erste und zweite und dann ist wieder Nadel funktioniert wieder. Ja. Ich denke, das war es eigentlich alles, was man über diese Nähmaschine sagen kann. Es ist sehr einfach, aber sehr schwere, stabile Nähmaschine. Also sie wiegt über 11-12 Kilo bestimmt. Das ganze Metall, nur der einzige Plastikteil ist das hier. Sie näht richtig gut. Ich probiere noch ein bisschen auf Jersey-Stoffe.
Aber das, was ich jetzt ausprobiert und wie viel ich ausprobiert, eigentlich, sehen Sie, weil ich habe noch eine wieder auf Bosnisch aufgenommen, aber wie man sieht, läuft gut. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.